Einen schönen guten Abend. Ich darf euch herzlich wieder willkommen heißen zu unserem Daniel-Seminar. Das Seminar heißt Überleben über Lebensfragen. Noch einmal zu Anfang des Abends kann ich euch das Material vorstellen. Es gibt diesen Ordner mit den Inhalten. Das sind zehn Hefte für die zehn Abende. Ähm, jeweils äh, immer Beschreibung des Inhalts und so Vers für Vers Auslegung. In dem rosafarbenen Bereich haben wir den Zusatzblätter, das sind Erklärungen und Grafiken und Hinweise und Tabellen, und die noch das Verständnis vertiefen und helfen. Und hier hinten, ganz hinten, haben wir die Liederblätter, das sind dann Fragen zum Buch Daniel, wo man selbst sich das erarbeiten kann oder auch für einen Hauskreis, wo man das Material dann gemeinsam studieren und erarbeiten kann. Ja, Heute Abend haben wir das Thema Nummer 8, ah, ja, was ich noch vergessen habe zu sagen. Es gibt dann auch noch die Videos, die jetzt gerade aufgenommen werden, die kann man dann auch bekommen auf DVD oder natürlich auch im Netz auf YouTube-Kanal sich anschauen. Es gibt MP3s, wo dann die Audiodateien dabei sind. Oder auch wer die PowerPoint-Präsentationen haben möchte, kann CDs bekommen mit den Präsentationen, wo dann die alle mit dabei sind. Falls jemand selbst das Seminar halten möchte, in einem Hauskreis oder auch sonst als Seminar. Das ist ganz praktisch, dann auch die Präsentationen zu haben. Ja, heute Abend haben wir das Thema Nummer 8, das ist das Heft dazu. Das Thema lautet die Bedeutung uralter Zeremonien befreit zu einem glücklichen Leben. Und wir sind jetzt im zweiten Teil, im zweiten Kapitel der prophetischen, der prophetischen Visionen des Buches Daniel. Und es ist wieder spannend, das zu studieren und ich darf euch einladen, dass wir zu Beginn des Abends zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt wieder weiter studieren dürfen im Buch Daniel. Wir danken dir, dass wir schon so viele Erkenntnisse gewinnen durften, wer du bist und wie du bist und was du tust und wie du Daniel geführt hast, wie du auch dein Volk geführt hast und was du alles vorausgesagt hast über die ganze Weltgeschichte. Herr, hab dank, dass wir Vertrauen haben dürfen in dein Wort, dass dein Wort zuverlässig ist, wahr ist, dass du die Zukunft kennst und weißt und vorausgesagt hast und wir heute das sehen können und nach prüfen können, was sich alles erfüllt hat und auch was für unser Leben heute wichtig ist und Gültigkeit hat. Wir bitten dich jetzt beim Studium vom Kapitel 8, dass du auch hier wieder mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir dich dadurch besser kennen und lieben lernen. Sei du es mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. So, die Bedeutung uralter Zeremonien. Wir sind jetzt in Kapitel 8 und zwar, wir hatten gesehen, dass die Kapitel 1 bis 6 alles Kapitel waren, wo es äh, die Geschichten von Daniel und seinen Freunden äh, berichtet wird und Kapitel 7 und 8 sind jetzt die ersten beiden Visionen, die der Daniel bekommen hat. Und wenn man sich die zeitliche Ein Reihenfolge anschaut, dann sehen wir, dass Kapitel 8 jetzt nach Kapitel 7 kommt. Aber ähm, es ist noch vor Kapitel 5. Ja? Das heißt, also, wir haben jetzt keine chronologische Reihenfolge sämtliche Kapitel, äh, sondern äh, 7 und 8 sind zwischen 4 und 5 zwischengeschoben. Und von daher ähm, sehen wir das innerhalb der prophetischen äh, Kapitel, wir eine Chronologie haben. Aber ähm, in, im Gesamtbuch ist das halt keine Chronologie, sondern das ist zwischengeschoben. Wir sind jetzt im dritten Jahr von Belsatzer, das heißt, wir sind im Jahre 547 vor Christus, also zwei Jahre nach der ersten Vision und damit noch in der Zeit Babylons. Gut, als Überblick, was wir schon gesehen hatten in den letzten Kapiteln, noch einmal eine Zusammenfassung. Eigentlich ist Kapitel 2. Nicht nur eine Geschichte, sondern hier haben wir eine Geschichte und eine Prophezeiung. Nämlich mit dem Standbild, wo die ganze Weltgeschichte vorausgesagt wird. Und wir hatten beim letzten Mal gesehen, Daniel 7, wo auch die ganze Weltgeschichte parallel vorausgesagt wird. Und wir hatten gesehen, das Haupt aus Gold und der Löwe sind Babylon, die Brust und Arme aus Silber und der Bär stellen wieder Persien dar, die Hüfte aus Kupfer, der Panther sind ein Symbol für Griechenland, die Beine. Aus Eisen und der Drache, oder das schreckliche Tier, sind Rom. Dann haben wir hier Eisen und Ton gesehen, das, das kleine Horn. Daniel 7 ist das Papsttum. Und dann der Stein, der herunterkam. Hier die Reichübergabe ist Gottes Reich, Jesu Wiederkunft. Also kann man sehen, dass Daniel 2, Daniel 7, beides parallel läuft äh, und beides eine Abfolge der Weltgeschichte darstellt. Und bei beiden haben wir einen Schwerpunkt auf dem letzten, nämlich auf Eisen und Ton äh, und auf das, dem kleinen Horn, also, jeweils wird auf die letzte Situation nochmal ein Vergrößerungsglas gelegt, um das zu verstehen, um noch mehr weiter, zu, weiter zu erläutern. Heute werden wir in Daniel 8 auch wieder eine Parallelität dieser Reiche sehen. Nur wir fangen diesmal nicht mit Babylon an, sondern einen Reich später, mit Medo-Persien. Aber das gucken wir uns gleich genauer an. Ja, der Aufbau von Daniel 8 ähm, muss ich am Anfang schon mal zeigen, damit ihr versteht, wie wir jetzt vorgehen. Im Studium des Kapitels. Wir werden jetzt nicht Vers für Vers vorgehen, sondern ein bisschen springen. Warum? Werden wir gleich sehen. Und zwar, wir haben hier fünf Teile in der Vision. Wir haben die Einleitung, dann haben wir den Widder, den Ziegenbock, das kleine Horn und die 2300 Tage, also die Zeitweissagung. Und in der Vision, also erstmal haben wir einen Bereich, wo die Verse 1 bis 14, wo Daniel etwas sieht. Das sind jeweils die Verse wo er was gesehen hat. Und dann kommt die Erklärung des Engels. Und bei der Erklärung werden die Dinge, die er gesehen hat, erklärt. Nämlich ähm, die Einleitung des Verse 15 bis 19 und 27, der Witters in dem Vers 20, Ziegenbock 21, 22, das kleine Horn 23 bis 25 und die 2900 Tage 17 bis 19 und 26. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt also jetzt das durchgehen dann würde es keinen Sinn machen, wenn wir jetzt einfach chronologisch die Vision durchschauen und dann erst die Erklärung anschauen. Deswegen werden wir gleich die Einleitung, die Vision und die Erklärung dazu anschauen. Denn beim Widder werden wir die Verse 3 und 4 und Vers 20 zusammen anschauen und deswegen immer so von dem Inhalt der Vision weitergehen und Vision und Erklärung zusammenfassen. Ja, lesen wir Daniel Kapitel 8 und dort die Verse. Der Einleitung, Vers 1, Vers 2, Vers 15 bis 19 und Vers 27. Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belshazzar erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. Und dann sieht er, was er jetzt, denn beschreibt er, was er denn gesehen hat. Und dann schreiben wir zu Vers 15 bis 19. Und als ich Daniel dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulei rufen und sprechen, Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er es versteht. Und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, Merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und als er mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde und auf mein Angesicht. Er berührte mich an und richtete mich auf, so sodass ich wieder stand. Und er sprach, siehe, ich will der Kund tun, wie es gehen wird, zur letzten Zeit des Zornes. Denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Vers 27. Und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König. Und ich wunderte mich über das Gesicht und niemand konnte es mir auslegen. Ja, also wir sind jetzt in der Zeit des dritten Jahres des Königs Belsatzer. Interessant ist, dass Daniel im letzten Vers sagt, dass er seinen Dienst beim König verrichtete. Das heißt, er war auch in der ersten Zeit von Belsatzer im Dienst des Königs. Und deswegen, wie wir schon gesagt hatten, war es in Kapitel 5 umso unverständlicher, als Daniel vor Belzazar kam und er ihn ansprach, als du ähm, ähm, der Vertriebene aus der Gefangene von, von Judah, ja, und damit Daniels Position überhaupt nicht ähm, hier in Erwägung gezogen hat. Aber schauen wir uns mal erst mal an, was hier so alles geschrieben ist. Ähm, die geografische Angabe: es, er war im Land Elam am Fluss Ulai in der Festung Susa. Ich habe hier mal so eine Landkarte. Das heißt, das ist so ein bisschen östlich von Babylon. Hier ist Babylon, ein bisschen östlich von Babylon. Und Susa war eine Festung. Und der Ulai war ein Fluss, der dort floss. Aber eigentlich war das kein echter Fluss, es war eigentlich ein Kanal. Sie hatten den Kanal gebaut zum, zum Persischen Golf, um hier auch eine, eine Verbindung zu haben, eine Schiffverbindung. Und da war der Daniel im Dienst. Die Zeitangabe, das dritte Jahr des Belsazar. Das heißt, wir haben, hatten gesehen, Belsatzar war nicht der erste König von Babylon, sondern er war nur der Mitregent. Sein Vater Nabonit war der erste König. Und, ähm, aber weil sein Vater sich nicht sehr, sehr um die Politik gekümmert hat, hat er seinem Sohn äh, Belsazar die politische ähm, Verantwortung übertragen. Und deswegen nennt Daniel jetzt nicht Nabonid als König, sondern als den Belsatzer, seinen Sohn. Und Daniels Reaktion, nachdem er diese Vision gehabt hatte, hier steht, dass er zu, wie ohnmächtig zu Boden sank, dass keine Kraft in ihm war, dass er erschöpft war, dass er einige Tage krank war. Das heißt also, es ist oft so, wenn Gott sich Propheten offenbart, zwar auch beim Jesaja so, beim Jeremia oder beim Mose, wo auch immer, dass die Propheten so von der in der Nähe der Gottes so keine Kraft mehr hatten, weil der, der sündige Mensch, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt, kann er Gottes Herrlichkeit nicht ertragen. Und, und auch der Johannes in der Offenbarung war auch immer wieder kraftlos nach den Visionen. Und dann steht auch, dass jemand ihn anrührte und er ihm wieder Kraft gab. Und hier war es auch so, dass der Engel, der mit ihm redet, der Gabriel, ihn anrührte und dann konnte er wieder aufstehen. Ja. Also er war körperlich mitgenommen von der Sache, weil er in der Gegenwart Gottes war. Und damit denke ich, warum Gott das macht, dass er seinen Propheten, dass solche hier Schwäche gibt, ist, dass sie erkennen und spüren, im eigenen Leib spüren, die Größe, die Allmacht und die Herrlichkeit Gottes. Denn nur wenn man vor dem allmächtigen Gott gestanden hat, als Prophet, kann man auch furchtlos vor den Menschen stehen, zu wissen, dass diese Macht Gottes mit einem ist und einen unterstützt und einen führt. Und gedanklich... Die Reaktion war, dass er über das Gesicht sich gewundert hat. Ein Teil hat er verstanden, denn es hat der Engel ihm erklärt. Aber ein Teil hat er nicht verstanden. Und das, was er nicht verstanden hat, hat Gott ihm dann später erklärt in Kapitel 9. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was jetzt so diese Vision zu sagen hatte. Es beginnt mit dem Widder. Lesen wir Daniel Kapitel 8, Vers 3 und Vers 4. Und Vers 20. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Der hatte zwei hohe Hörner, doch eines höher als das andere, und das höhere war später hervorgewachsen. Und ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen, vor seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Und wir lesen Vers 20: Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. Also ich muss sagen, Kapitel 8 ist eigentlich relativ leicht. Kapitel 7 haben wir keinen einzigen sprachlichen Hinweis, wo steht: Dieses Tier bedeutet das. In Kapitel 2 haben wir den Hinweis, dass beim Haupt von Gold der König, der Daniel zum König sagt: Du bist das goldene Haupt und damit auch das Reich Babylon als das erste identifiziert. In Kapitel 7 mussten wir alle Tiere identifizieren. Das war hier relativ leicht in dem Sinne, weil äh, der Löwe und der Adler ja äh, in den anderen Teilen der Bibel als Babylon bezeichnet werden. Und hier haben wir das noch leichter, nämlich der Witter wird genau genannt, wer es ist, und der Ziegenbock, der gleich kommt, wird auch genannt. Nämlich hier steht, der Witter ist Medin und Persien. Ja, die Beschreibung der Witter. Steht vor, steht vor dem Fluss, er hatte zwei hohe Hörner. Eins war höher als das andere. Das Höhere war später hervorgegangen. Ja, und er stieß, äh, also zwei Hörner, genau, die Stoßrichtung, er stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin. Also wenn er nach Westen, Norden und Süden vorstößt, dann heißt das, wo kommt er her? Aus dem Osten. Im Osten ist die einzige Himmelsrichtung, die nicht genannt wird. Also er kommt von dort und geht in die andere drei Richtungen. Ja, und natürlich, Medopersien, war von Babylon aus gesehen östlich. Ja. Die Erklärung: Königreich medopersien persien Und damit sind wir hier mit diesem Widder identisch mit dem Bär aus Daniel 7. Ja, und die beiden Hörner natürlich ist auch ganz klarer Hinweis wieder auf dieses Doppelreich, so wie der Bär halb aufgerichtet war. So haben wir hier auch dieses Ungleichgewicht von Medien und Persien. Und der spätere war höher und äh, später ist er vorgewachsen. So war es eben auch im Medopersischen Reich. Ja. Die Frage ist jetzt: Warum beginnt hier die Vision mit Medopersien? Wo ist Babylon? Wir hatten ja in Daniel 2 und Daniel 7 jeweils den Start, den Beginn mit Babylon. Und dann kommt Medopersien an Griechenland und Rom und so weiter. Und Babylon fehlt hier. Und zwar, man kann davon ausgehen, es war zur Zeit Belsatzers und Babylon war bereits am, im Niedergang begriffen. Es dauerte noch einige Jahre, bis Babylon dann tatsächlich unterging. Aber weil Babylon in dem Sinne keine Rolle mehr spielte in der ganzen Geschichte, ist Babylon hier schon über, übersprungen und es beginnt mit Medo-Persien. Dem nächsten Reich, was jetzt hier beschrieben ist. Ja. Interessant ist auch, dass das eigentlich auch zukünftig beschrieben ist, dass eben das medopersische Reich kommen wird und groß werden wird. Das war also auch für Daniel in diesem Moment, wo er die Vision gesehen hat, noch zukünftig. Ja, das nächste, was er sieht, ist dann der Ziegenbock. Lesen wir Daniel 8 und die Verse 5 bis 8 und Vers 21 bis 22. Und indem, ich, und indem ich darauf acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und ich sah, dass er nahe an den Widder herankam, und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Witter hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können. Sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Witter vor seiner Gewalt erretten. Der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Soweit die Beschreibung, die Vision. Hier springen wir zu Vers 21 und 22. Das ist die. Beschreibung, die Erklärung des Engels. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Ja, also, ähm, ist auch relativ einfach, muss man gar nicht viel überlegen, steht direkt dabei, was es bedeutet. Einige Merkmale. Die Beschreibung dieses Ziegenbocks, er kommt vom Westen. Und wir wissen, dass jetzt, wenn hier steht, das ist der König von Griechenland. Griechenland liegt natürlich vom Medo-Persischen Reich aus gesehen westlich. Ja, also die, der, der Widder kam vom Osten und der Ziegenbock kommt von Westen. Und er stößt den Widder um, er zertritt ihn und besiegt ihn. Und er hat am Anfang ein Horn, ein großes Horn. Und als nachdem der Ziegenbock den Widder äh, besiegt hat, wird er selber immer größer. Und dann zerbricht das große Horn, und an der Stelle kommen vier andere Hörner. Die Erklärung: Es ist Alexander der Große. Hier steht: Das große Horn ist der erste König. Das heißt, hier sehen wir auch wieder das Prinzip. Das Tier an sich steht für Griechenland. Übrigens, Alexander der Große war nicht Grieche, sondern der war von Mazedonien. Aber zu seines Vaters Zeiten, als sein Vater König war von Mazedonien, haben sich die Griechen und die Mazedonier ständig bekämpft und dadurch konnten sie nicht groß werden. Und Alexander hat es geschafft, die beiden zu vereinen, Mazedonien und Griechenland, und hat dann... Mit, mit einer gemeinsamen Armee von Mazedonien, und Griechenland gegen Midopersien gekämpft und hat sie dann besiegt. Ja. Deswegen sehen wir hier, ähm, der Ziegenbock, das Tier, steht für Griechenland und das Horn steht für einen König. Ähm, nämlich ähm, das große Horn ist der erste König. Ja. Und ähm, hier haben wir wieder die Parallelität der Griechen, griechische König, das griechische Tier, der Ziegenbock, ist identisch in Daniel 7 mit dem Panther. Das war das dritte Tier. Also das erste Tier, ähm, der Löwe, kommt hier nicht vor, Babylon. Das zweite Tier, der Bär, ist der Witter. Und das dritte Tier von Daniel 7, der Panther, ist jetzt hier identisch mit dem Ziegenbock. Ja, ähm, die Erklärung. Erstens steht hier, dass der Ziegenbock. Bei seiner Eroberung es wird beschrieben, dass er den Boden nicht berührt. Und das ist ein Hinweis auf die Geschwindigkeit. Das heißt, der Alexander der Große hat in sehr großer Geschwindigkeit die, das Mediopersische Reich erobert. Man sagt in der Überlieferung, dass er mit seinen Soldaten bis zu 60 Kilometer pro Tag marschiert ist. Und sie hatten dabei Gepäck von 60 Kilogramm. Ja, und müsst ihr euch mal vorstellen, äh, ihr müsstet jeden Tag 60 Kilometer laufen. Ähm, das hält man nicht lange durch. Ähm, deswegen sagt man auch, sagen einige Geschichtsschreiber, dass äh, durch die, seine Gewaltmärsche mit seiner Armee mehr Soldaten umgekommen sind als in den Kämpfen. Ja. Ähm, und deswegen, innerhalb von, von wenigen Jahren, hat er das gesamte Persische Reich bis nach Indien, hat er denn dort äh, erobert, besiegt und ist wieder zurückgezogen. Und ja, die Geschwindigkeit wird ausgedrückt, dass eben der Ziegenbock ohne den Boden zu berühren, hier auf den Widder zuläuft. Denn der Zerfall nach Alexanders Tod, hier ist das, Gro ist das große Horn, und hier steht erstmal, dass der Ziegenbock groß wurde. Nachdem Alexander Medo-Persien ähm, besiegt hatte, ist sein Reich wirklich noch ein bisschen größer als von Medo-Persien ge gewesen und sehr, sehr stark. Und er hat überall Städte gegründet mit dem Namen Alexandrien, nach seinem Namen. Ähm, Alexandrien gibt es in mehreren Orten. In, in Ägypten gibt es das, in Syrien gibt es das und in verschiedenen anderen Gegenden, Alexandrien. Ja. Und als er starb, mit 33,5 Jahren, hatte er keine eigenen Nachkommen und äh, seine vier Generäle haben das Reich übernommen: Lysimachos, Kassander, Ptylomaeos und Seleukos. Am Anfang waren sieben, aber drei haben ganz schnell wieder, äh, sind wieder untergegangen, sodass diese vier Reiche übrig geblieben sind. Das sind die so, sogenannten Diadochenreiche, die vier Teilreiche. Griechenlands, so wie es ja auch steht, dass denn äh, vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war. Ja, hier habe ich eine, eine Grafik und hier sehen wir so ein bisschen die Aufteilung. Die beiden entscheidenden Reiche, die beiden stärksten, die sich auch immer wieder bekämpft haben und versucht haben, auch das gesamte Reich zu übernehmen, waren die Seleukiden, das ist dieses Grünliche hier, ähm, und die Ptolemäer, das ist dieses Orangene. Hellorange, ja. Die Ptolemäer waren in Ägypten und die Seleukiden waren hier in Babylonien und in, 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 in Medien und Persien. Ähm, ja. und, ähm, interessant ist, ähm, dass dort, wo die beiden sich getroffen haben, also die Grenze zwischen den Seleukiden und Ptolemäern, wo war die Grenze? In Palästina. Und das war natürlich das Pech, kann man sagen, oder auch der Nachteil der Juden, nämlich die Seleukiden und Ptolemäer haben sich ständig bekämpft. Und wo haben sie sich bekämpft? Im in, Land in, in Kanaan. Das heißt, mal waren die Juden in Jerusalem besetzt von den Seleukiden, mal waren sie von den Ptolemäern besetzt und es ging immer hin und her. Und die Juden haben versucht, noch zwischen diesen beiden Mächten ihre Unabhängigkeit zu bekommen. Die Makkabäer Kämpfe damals. Aber es war eine äußerst schwierige, kriegerische und problematische Zeit. Das ist die Zeit zwischen den beiden Testamenten. Also zwischen 300 v. Chr. Und, und, je, und 100 vor Christus ungefähr, so, so 300, 200 Jahre ungefähr, wo das immer wieder hin und her ging. Ja. Und hier oben sehen wir noch, äh, der Kassander, der war ganz oben in Griechenland, hat das Reich gehabt und der Lysimachus war so dazwischen. Ja, West, heutige Westtürkei und, und Ostgriechenland, ja. das waren relativ kleine Reiche, ja, während die von Ptolemäern und Seleukiden die größten waren und versucht haben, immer wieder äh, sich gegenseitig, die Macht streitig zu machen. Ja, jetzt kommen wir zum kleinen Horn. Wir hatten also jetzt ähm, den Widder, den Ziegenbock. Das war Medopersien und Griechenland. Und jetzt kommen wir zum kleinen Horn. Dort lesen wir Verse 9 bis 12 und Verse 23 bis 25. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Das wurde sehr groß nach Süden nach Osten und nach dem herrlichen Land hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was es tat, gelang ihm. Und jetzt Vers 23 bis 25. Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevler überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten, und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen, und es wird ihm durch Betrug gelingen, und er wird überheblich werden, und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten, aber er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Ja, hier haben wir jetzt die Beschreibung vom kleinen Horn. Ähm, hier haben wir übrigens erst keine Beschreibung, keinen Namen mehr, der jetzt hier genannt wird, wie dieses Reich heißt. Der Ursprung des kleinen Horns ist ganz wichtig. Nämlich viele Ausleger sagen jetzt, nämlich wir hatten in Vers 8 gelesen, dass, nein, äh, in Vers, Vers, ja, Vers 8, dass es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Also die vier anderen Hörner wurden hier beschrieben, das sind die vier Diadochenreiche. Und dann steht hier, aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Und man hat viele, viele Jahre, haben die Ausleger, dieses kleine Horn gesagt, das kommt aus einem der vier Hörner. Denn es wurden die vier Hörner beschrieben, und sagt man, aus einem von den vier Hörnern kommt das kleine Horn. Und dann war die Auslegung meistens, dass man sagte, ja, das war eines von den, diesen, diesen äh, Seleukidenkönigen die jetzt hier geherrscht haben und in Juda großes Unheil angerichtet haben. Aber dem ist nicht so. Denn, das muss man sich jetzt genau anschauen, der Ursprung dieses kleine Horn kommt nicht aus einem der vier Hörner, sondern es kommt aus einem der vier Winde. Das kann man folgendermaßen erklären. Ich habe das hier nochmal abgedruckt. Daniel 8, Vers 8 und Vers 9. Und zwar muss man schauen auf die maskuline und feminine Form und dann sieht man, was sich worauf bezieht. Da steht, und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner. Das, die Hörner, die hier stehen, sind feminin. Es wuchsen vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels. Und die Winde des Himmels sind maskulin. Und dann steht hier, und das einem von ihnen, Maskulin wuchs ein kleines Horn. Das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin. Das heißt, dieses Aus einem von ihnen äh, kann sich nicht auf die Hörner beziehen, weil die Hörner feminin sind und einem von ihnen ist maskulin. Das bedeutet, aus einem von ihnen bezieht sich auf die Winde des Himmels. Aus einem der vier Winde des Himmels kommt das kleine Horn. Ja. Ähm, und damit ist es nicht ein Selakidenkönig, sondern es ist schon die nächste Macht. Und wir wissen, dass nach Griechenland Rom kam. Und so haben wir hier ähm, sowohl das heidnische Rom beschrieben als auch das päpstliche Rom. Denn die Richtung, aus der es kommt, die Stoßrichtung ist Süden, Osten und herrliches Land. Es gibt auch einige Übersetzungen, die anstelle von herrlichem Land Norden übersetzen. Denn das Wort ist ähnlich, herrliches Land für Norden. Also wenn es Richtung Süden, Osten und herrliches Land für Palästina oder auch Norden steht, dann kommt es selbst vorher. Aus dem Westen. Und Rom kam geografisch vom Westen, um Griechenland zu erobern. Ja. Deswegen denke ich, interessant ist, dass hier kein neues Tier genannt wird, weil das Römische Reich hier eigentlich nur zwischen den Zeilen vorkommt, dass es denn hier geografisch horizontal vom Westen herkommt, um zu erobern. Aber in Vers 10 geht sofort, dass es in den Himmel geht. Da geht es um das Geistliche. Ja, also deswegen haben wir in Vers 9 das Heidnische Rom, was hier auf dieser Erde Griechenland besiegt hat und vom Westen gekommen ist. Und ab Vers 10 haben wir dann das päpstliche Rom, die Parallelität des kleinen Horns zu Daniel 7. Ja. Deswegen, wenn man sich Daniel 7 anschaut, haben wir beim letzten Vortrag gesehen, Verse 11, 21 bis 22 und Vers 25, haben wir die gleichen Beschreibungen, die gleichen Merkmale wie in Kapitel 8, Vers 24 und 25. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Das müssen wir noch machen. Vers 23 bis 25 lesen wir. Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevler überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Der wird mächtig sein, doch nicht aus eigener Kraft. Er wird ungeheures Unheil anrichten, es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen, und es wird ihm durch Betrug gelingen und er wird überheblich werden. Und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen die Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden ohne Zutun von Menschenhand. Das heißt, diese Beschreibung, die wir hier haben, ist eine Beschreibung, die die gleichen Merkmale hat wie in Kapitel 8, das kleine Horn. Nämlich, dass es gegen Gottes Volk geht, Gottes Volk vernichtet, dass es gegen Gottes Wahrheit vorgeht, dass es gegen Gottes Gesetz vorgeht, gegen Gott selbst sich richtet und auf ihn er, erhebt. Und dass er am Ende zerbrochen wird, gerichtet wird ohne Menschenhand. Das heißt, dass Gott ihn richtet. Und nicht, dass er nicht von Menschen besiegt wird. Und durch die Parallelität, die wir hier sehen können, vom kleinen Horn in Daniel 7 und das kleine Horn in Daniel 8, können wir sehen, es geht um die gleiche Macht, nämlich auch das Papsttum, was hier im Mittelalter gegen Gott und gegen Gottes Volk gekämpft hat und sie verfolgt hat. Und hier muss ich nochmal betonen, dass, wenn wir darüber sprechen, dann geht es um das System des Papsttums. Es geht nicht um die einzelnen Gläubigen. Ich denke, man darf keine Christen, andere Christen verurteilen, sondern es gibt in jeder Kirche, auch in der katholischen Kirche, gibt es aufrichtige Christen, die Gott folgen und bekehrt sind und noch gerettet werden. Aber das System des Papsttums der römisch-katholischen Kirche ist halt so, wie es hier steht, ist nicht auf dem richtigen Weg und hat Gottes Volk verfolgt und Gottes Wahrheit zu Boden geworfen und sich gegen Gott erhoben. Ja. Ähm, Einige Ausleger, gerade die aus der präteristischen Schule, das habe ich das letzte Mal erklärt, sagen, dass Antiochus der vierte Epiphanes, dass er dieses kleine Horn sei. Was, was wir jetzt Daniel, 8, Daniel 7 und Daniel 8 jetzt, äh, uns angeschaut haben. Ja. Ähm, und zwar, er ist nicht das kleine Horn, wie viele Ausleger meinen. Und zwar, wenn man irgendwo in irgendwelche Bücher reinschaut, außer die adventistischen Bücher, äh, über das kleine Horn dann sagen 99 Prozent, dass es Antiochus befahren ist, der vierte. Der ist das kleine Horn, der hat damals Gottes Volk, die Juden, verfolgt. Ja, er war ein Seleukidenkönig von 174 bis 165 vor Christus. Und viele sagen sogar, dass Daniel in dieser Zeit lebte und dann das Buch Daniel geschrieben hat und so getan hat, als ob er 400 Jahre vorher leben würde und zur Zeit Babylons leben würde. Aber äh, natürlich ist es nicht so. Daniel hat tatsächlich 600 vor Christus gelebt und zur Zeit Babylons das Buch Daniel geschrieben. Ja. Und er hat die Juden unterdrückt. Also, er hat dann äh, schlimme Dinge getan. Er, soweit man weiß, hat, man, hat er auch äh, denn wohl im Tempel Schweine geopfert, unreine Tiere, um die Juden zu provozieren, äh, dass es eben unreine Tiere hier waren. Ja. Warum ist der IV Epiphanes nicht das kleine Horn? Fünf Gründe. Es gibt noch viel mehr, aber ich habe jetzt mal vier, fünf aufgeschrieben. Das kleine Horn ist in Daniel 7. Äh, kommt aus den römischen Nachfolgestaaten. Wir hatten ja gesehen, dass das dritte Tier, nämlich das griechische Reich, vier Köpfe hatte. Und wir hatten diese vier Köpfe von dem Panther identifiziert als die vier Diadochenreiche, unter denen auch Antiochus IV Epiphanes, als Seleukidenkönig, geherrscht hat. Ähm, uns, aber das kleine Horn in Daniel 7 kommt nicht aus den vier Köpfen vom Panther, sondern da kommt erst das vierte Tier, nämlich Rom, und dann kommen die zehn Nachfolgestaaten Roms, die zehn Hörner, und aus einem der zehn Hörner kommt das kleine Horn. Also ist es ganz klar, dass das kleine Horn in Daniel 7 ähm, nach dem Römischen Reich kommen muss und deswegen ähm, nach erst im fünften, sechsten, sechsten Jahrhundert nach Christus kommen kann und nicht schon äh, vor Christus aktiv war. Zweitens das kleine Horn in Daniel 8 kommt aus den vier Winden und nicht aus den Hörnern. Deswegen, die, die sagen, es kommt aus den Hörnern, die sagen dann halt, das deine Horn kommt eben aus einem dieser, dieser vier Diadochenreiche und ist eben halt dieser Seleukidenkönig. Aber grammatikalisch haben wir gesehen, ist das nicht so, dass deine Horn kommt aus den vier Winden und ist damit eine andere Macht. Und drittens, ähm, es wird gesagt: Drittens, es wird gesagt, dass die Macht des kleinen Hornes bis zur Zeit des Endes geht. Vers 17 hatten wir gelesen, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und Vers 19 steht, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Und der Seleukidenkönig Antiochos der Vierte Epiphanes hat natürlich nicht bis in die Endzeit gelebt und hat mit der Endzeit überhaupt nichts zu tun. Das, das kleine Horn muss also eine Macht sein, die bis in die Endzeit hinein existiert und dann bis Jesu Wiederkunft da ist. Denn erst wenn diese Wiederkunft wird das kleine Horn zerbrochen, ohne Zutun von Menschenhänden. Äh, viertens: Die Zeitprophezeiungen passen nicht auf Antiochus IV. wenn hier steht, dass äh, dass dieses Horn äh, dreieinhalb Zeiten die Macht hat, dann legen das die Ausleger wörtlich aus als dreieinhalb Jahre äh, und die Unterdrückung vom Selakidenkönig war nicht dreieinhalb Jahre. Also die Zeitspanne stimmt nicht. Ja. Und auch die 2300 Abend-Morgen, die legen Sie als 1150 Tage aus, passen auch nicht. Also deswegen, man muss das alles irgendwo hindrehen und drücken. Die Zeitweissagen passen nicht auf ihn. Und fünftens, Daniel 8, Vers 24 steht, es wird ihm gelingen, was er tut. Und das war bei ihm ganz sicherlich nicht so. Er hat zwar einige Schlimmes in Jerusalem angerichtet, aber er hat ständig Misserfolge gehabt in seinen Kriegen, in seinen Unternehmungen. Und man müsste ihn eigentlich andersrum übersetzen, es wird ihm misslingen, was er tut, wenn es auf ihn passen sollte. Also von daher, die ganze Beschreibung ähm, des Textes passt nicht auf Antiochus IV. Epiphanes. Deswegen ist diese Auslegung ähm, nicht richtig. Es entspricht nicht dem biblischen äh, Vorbild der Prinzipien der Prophetieauslegung. Ja. Denn wir hatten gesehen, diese drei verschiedenen Schulen: Präterismus, Futurismus und die historische Auslegung. Und die Auslegung, dass das kleine Horn Epiphanes Antiochus IV ist, ähm, kommt eindeutig aus dem Präterismus. Ja. Weil sie sagen, ähm, als der geschrieben hat, war der König schon da. Und deswegen beschreibt er diesen König als einen potenziell zukünftigen König, aber ähm, er beschreibt ihn aus der Vergangenheit heraus. Und das ist natürlich alles nicht wahr. Daniel lebte früher und zweitens ist mit dem kleinen Horn auch nicht der Antiochus Epiphanes gemeint. Von daher, ähm, denke ich, ist die Auslegung, die wir jetzt angeschaut haben, ähm, die denn mit Daniel 2, Daniel 7 und Daniel 8 parallel verläuft, ist, denke ich, äh, historische Auslegung und biblisch begründet und auch nach dem Text her genau passend. Ja, jetzt haben wir also gesehen ähm, in Daniel 8 die drei Teile der Vision über den Widder, das ist Medo-Persien, den Ziegenbock, Griechenland und das kleine Horn, das heidnische Rom und das päpstliche Rom. Und jetzt kommen wir zur Zeitangabe. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt äh, über das Heiligtum, die 2300 Abende und Morgen. Lesen wir dazu Daniel 8, Verse 13 und 14 und Vers 26. Erstmal 13 und 14. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüsteten Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Vers 26. Dieses Gesicht von den Abenden und Morgen, das hierhin mit Kund getan ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Übrigens, auch diese Aussage würde niemals zum Antiochosipipiphanis passen, weil der, der Engel zum Daniel sagt, dass es noch eine lange Zeit ist. Er soll es geheim halten, weil es noch eine Zukunft liegt eine lange Zeit ist, bis sich das erfüllt. Ja, Hier haben wir also die 2300 Abende und Morgen beschrieben. Und es heißt hier, wie lange gilt dies Gesicht? Eigentlich ist diese Übersetzung nicht so passend. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen bis wann. Nämlich, wir hatten vorher beschrieben, wie das kleine Horn Frevel am täglichen Opfer verübt. Wie es die Wahrheit zu Boden wirft auf der Erde, aber auch das tägliche Opfer, was Jesus im himmlischen Heiligtum tut. Denn in der Zeit, wo das kleine Horn des Papstes aktiv ist, ist das irdische Heiligtum nicht mehr da. Und es verwüstet Jesu Opfer, Jesu Dienst, seinen täglichen Dienst, sein Termit steht hier äh, im himmlischen Heiligtum. Ähm, und dann ist die Frage, bis wann ist das? Wie lange dauert das an? Wann gibt es ein Ende von diesem? Und dann kommt die Antwort. Das Heiligtum wird wieder geweiht werden. Es wird wieder gereinigt werden. Es wird wieder in Ordnung gebracht werden. Nämlich wie lange bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind. Und da, wo hier steht, das Heiligtum wird wieder geweiht werden, dort steht im Grundtext das Wort, was eigentlich auch man übersetzen kann mit gereinigt oder wiederhergestellt. Das heißt, das Heiligtum wird wiederhergestellt. Die Frage ist jetzt, um welches Heiligtum geht es hier? Und zwar, diese Wiederherstellung, die Reinigung des Heiligtums ist ein Hinweis, ein, eine Parallele zum Versöhnungs- und Gerichtstag Yom Kippur. Denn der Versöhnungstag, der Yom Kippur, war ein Tag, wo das Heiligtum gereinigt worden ist von den Sünden des ganzen Volkes. Das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Aber erstmal müssen wir feststellen, wenn diese Vision auf die Zeit des Endes geht und das Heiligtum auf der Erde nicht mehr existent ist, seit 70 nach Christus ist es zerstört worden, Jerusalem und der Tempel. Also geht es um das himmlische Heiligtum. Aber um zu wissen, was dort geschieht, was dort der Yom Kippur, Versöhnungstag im himmlischen Heiligtum, bedeutet und ausmacht, müssen wir erstmal uns das irdische Heiligtum anschauen im Alten Testament, was das bedeutet. Der Tempel, die Stiftshütte, das Heiligtum, ist alles das Gleiche. Und dann das Übertragen auf das himmlische Heiligtum und das, was das kleine Horn hier macht und was wiederhergestellt wird und wieder gereinigt wird. Jetzt habe ich mal eine, eine Animation von dem. Tempel im Alten Testament. Und zwar, das Volk Israel wurde von Gott beauftragt, mitten in der Wüste ein Heiligtum zu bauen. Es war zuerst eine Stiftshütte, ein Zelt, wie man das hier sehen kann. Später war es dann, als sie in Jerusalem waren, in Palästina, war es ein Tempel, ein Haus. Und hier hatten sie einen Vorhof, wo hier dieses Feuer brannte, auf dem Brandopfaltar, dann war da das Waschbecken dazwischen. Und jetzt gehen wir hier durch den Vorhang in das Heilige, erstmal in den Vorhof hinein. Und äh, es geht dann über den Brandopferaltar hinweg, über das Waschbecken. Also jetzt kommt das, kommen wir in das Heiligtum. Und da haben wir das Heilige, die erste Abteilung. Und dann die zweite Abteilung, das Allerheiligste. Wo die Bundeslade, der Gnadenthron obendrauf und die Zingebote in der Bundeslade gewesen sind. Ja. Ähm, das ist eine ganz kurze Beschreibung. Und hier habe ich dann nochmal eine zweite. Animation, wo man jetzt nochmal einen Blick in das Innere des Heiligtums hat, einfach wo man es ein bisschen auf, von der Seite aufmacht. Wir haben im Heiligtum den Schaubotisch, den Leuchter und den Räucheraltar. Und im Allerheiligsten sieht man, dort haben wir die Säulen dazwischen, den Vorhang. Und im Allerheiligsten ist nur ein einziges Möbelstück. Das ist, der, das ist die Bundeslade mit dem Gnadenthron oben drauf. Das ist der Deckel der Bundeslade. Und dort drinnen die zehn Gebote. Ja, hier nochmal eine grafische Übersicht, ähm, und das ein bisschen zu veranschaulichen. Wir haben drei, drei Bereiche. Äh, erstens haben wir den Vorhof. Ähm, das ist außenrum gewesen. Und im Vorhof durften auch die Israeliten hinein. Nämlich, wenn sie ein Tier zum Opfer bringen sollten, mussten sie es in den Vorhof bringen und dort musste es geschlachtet, getötet werden. Ähm, und natürlich auch die Priester und der Hochpriester durften auch im Vorhof dann den Dienst tun. Dann haben wir das Heilige. Das war die erste, die erste Abteilung in der Schiffshütte, und da durften die Priester auch hinein, wenn sie geopfert haben und auch denn dort bestimmte Dienste tun. Und das Allerheiligste, da durfte niemand hinein. Da war Gottes Gegenwart sichtbar, und da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester zum Yom Kippur, zum Versöhnungstag, hineingehen und Versöhnung für das ganze Volk bringen. Im Vorhof war der Brandopferaltar. Eine Brandopfer war dafür da, wenn ein Tier geopfert worden ist oder wenn Dankopfer oder Speisopfer dargebracht worden sind, dass es verbrannt wurde. Vor allen Dingen das Fett, das Fleisch teilweise auch, aber das wurde manchmal auch gegessen. Dann haben wir das Waschbecken. Es war dafür da, dass die Priester sich gewaschen haben, denn wenn sie ständig mit dem Blut umgegangen sind, mussten sie sich zwischendurch auch wieder waschen. Im Heiligen hatten wir dann die Schaubote, ein Zeichen für Gottes Wort, was gegenwärtig ist was uns die Speise, Nahrung ist. Wir hatten den siebenarmigen Leuchter, der natürlich Licht brachte, weil sie keine Fenster hatten in dem Heiligtum, aber auch ein Symbol für das Licht ist, was Gott für uns ist. Und wir haben den Räucheraltar, der hat den Wohlgeruch vor Gott gebracht. Da mussten sie auch bestimmte Räucher, Kräuter verbrennen, die einen gewissen Wohlgeruch gebracht haben. Das ist ein Symbol für die Gebete, die vor Gott kommen. Dann haben wir den Vorhang zwischen dem Heiligen, dem Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten haben wir dann die Bundeslade, äh, wo die zehn Gebote drin waren. Und Gottes Gegenwart. Äh, Gottes Gegenwart war zwischen den beiden, also auf, dem, auf der Bundeslade drauf, war der Gnadenthron. Und da waren zwei Engel auf dem Deckel, die so, äh, sich über den Gnadenthron gebeugt haben. Und zwischen den beiden Engeln war die Shechina. Und die Shechina ist Gottes Gegenwart, ein Glanz, der war so hell, wenn ein Mensch. Das angeschaut hätte, dann hätte er das nicht überlebt. Ja, deswegen durfte auch niemand hinein ins Allerheiligste. Und über dem Allerheiligsten war dann ähm, die, die Wolkensäule, eine sichtbare Wolkensäule als Gottes Gegenwart, und nachts war es eine Feuersäule, dass sie in der Wüste auch Licht hatten und sich daran orientieren konnten. Ja, ähm, hier noch einmal diese, äh, diese Gegenstände ein bisschen näher, ja, den siebenarmigen Leuchter den Schaubrottisch, den Räucheraltar im Heiligen. Der Vorhang ist ja ein bisschen zur Seite gezogen zum Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten war hier die Bundeslade, äh, die beiden Engel auf dem Gnadenthron. Und zwischen den beiden Engeln sieht man hier so die Helligkeit, die Schichina, die Helligkeit Gottes. Übrigens, was hier nicht so ganz richtig dargestellt ist, das Allerheiligste war quadratisch. Es war also nicht rechteckig, sondern es war quadratisch, also die Länge und Breite. Und auch Höhe waren gleich. Hier nochmal die Gegenstände, ein bisschen in Großaufnahme oder äh, Computerbeschreibung. Ähm, ähm, also der Brandopferaltar, der, ähm, der war aus Kupfer ähm, und der stand im Vorhof. Äh, die, die Geräte, die im Vorhof standen, waren aus Kupfer und die Geräte, die im Heiligen standen, waren aus Gold. Das heißt, der Brandopferaltar war aus Kupfer und hier wurde. An den Hörnern wurde das Blut gestrichen von den Opfern und teilweise einige Teile wurden dann auch auf dem Brandopferaltar äh, verbrannt. Das Waschbecken, das war relativ klein äh, bei der Stiftshütte. Als sie dann nachher das gebaut hatten im Tempel, da hatten sie ja die gleichen Dinge. Sie hatten das Allerheiligste, das Heilige und den Vorhof und sie hatten auch verschiedene Vorhöfe. Und das Waschbecken im, beim Tempel war ein riesengroßes äh, Waschbeckenbogen. War, wo so zwölf steinerne Stiere drunter waren, die es getragen haben. Also es war, war ein ganzer so ein halber See, kann man fast sagen, ähm, der dort, ähm, dort dabei war. Genau, hier der Schaubrotisch in der Stiftshütte im Heiligen. Da waren äh, zwölf Brote, die, die lagen hier und die wurden ab und zu dann, die zwölf Brote als ein Zeichen für die zwölf Stämme Israels. Die wurden dann ab und zu erneuert und neue hingelegt. Ja, der siebenarmige Leuchter äh, als das Licht und der Räucheraltar, der war auch aus Gold. Die drei äh, Geräte, der Räucheraltar, siebenarmige Leuchter und auch der Schaubotrisch waren aus Gold. Ja, und dann die Bundeslade, äh, und die war auch aus Gold, aus Akazienholz und der äh, mit Gold übergoldet. Oben drauf hieß Gnadenthron und die zwei Engel oben drauf, die ihre Flügel oben berührt haben. Und dazwischen die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe hier noch mal eine Animation, wo jetzt auch die Bundeslade noch mal geöffnet wird. Und da sind die zehn Gebote drin in der Bundeslade. Außerdem waren in der Bundeslade auch noch eine Schale von Manna und auch der grüne Stab von Aaron. Denn als mal die anderen Stämme sich aufgelehnt hatten gegen Mose und gegen die Entscheidung, dass der Stamm Levi und Aaron den Priesterdienst tun sollten, hat Gott gesagt, okay, lass jeden Stamm einen Stab bringen und jeder Älteste sollte einen Stab vorbeibringen. Und dann haben sie den dann beschriftet und haben das dann in die Gegenwart Gottes gelegt, ins Allerheiligste. Und dann hat Mose gesagt, welcher Stab am nächsten Tag grünt und Blüten hat und Mandeln hat, der ist von Gott auserwählt. Und am nächsten Tag, als sie gekommen sind, war der Stamm von Aaron der Stamm, der gegrünt hatte und Mandeln hatte. Und das war ein Zeichen der Erwählung von Aaron und seinen Kindern als Priester, als Hohepriester. Und der Stamm Levi als die, die es Dienst tun sollten im Heiligtum. Und deswegen haben sie diesen Stab auch damit reingelegt, als Zeichen der Erwählung und auch eine Schale von Manna. Und übrigens das Zeremonialgesetz, das sind die fünf Bücher Mose, die hat man nicht in die Bundeslade hineingelegt, sondern die hat man daneben gelegt. Die waren nämlich von Mose in ein Buch geschrieben. Und die zehn Gebote waren von Gott selbst, mit eigener Hand auf die Steintafeln geschrieben. Und die lagen in der Bundeslade. Und so haben wir in der Bundeslade äh, die beiden grundsätzlichen Eigenschaften Gottes, nämlich seine Gerechtigkeit in der Bundeslade, das Gesetz, und Gottes Liebe und Gnade, der Gnadenthron, obendrauf. Ja, das sind die grundsätzlichen Eigenschaften Gottes hier dargestellt im Allerheiligsten. Ja, warum sollten Sie das Heiligtum bauen? In 2. Mose 25, Vers 8 und Vers 9 heißt es: Und Sie sollen mir ein Heiligtum machen dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Das heißt, Gott hatte dem Mose ähm, in der Wüste, als sie am Sinai waren, hat er ihnen das Heiligtum gezeigt, das Vorbild, und zwar das himmlische Heiligtum. Es gibt auch im Himmel ein Heiligtum. Ähm, Hebräer 8 spricht davon, was Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Und Gott hat ihm ein, ein Modell, also das Himmlische, gezeigt und hat dann gesagt, dass sie das auf der Erde auch bauen sollen. Und zwar nachbauen, nach dem Bild, was ich dir gezeigt habe. Und zwar, Gott sagt, damit ich unter ihnen wohne. Das heißt, das Heiligtum war der Ort, wo Gottes sichtbare Gegenwart da war. Man konnte von außen sehen, dass hier Gott gegenwärtig ist. Und außerdem war es auch so, dass ähm, der Allmächtige, sündlose, heilige Gott mit seinem Volk mit seinen Kindern Kontakt, Kommunikation, eine Beziehung haben wollte. Und normalerweise ist es nicht möglich, dass Gott mit sündigen Menschen Kontakt hat, weil Gott heilig ist und sündlos ist. Und deswegen ist das Heiligtum der Ort, wo die Versöhnung geschieht zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Dort, wo die Kontaktstelle ist. Ohne Heiligtum gibt es keinen Kontakt zwischen Gott und dem Menschen. Und zwar am Heiligtum haben die Menschen Vergebung bekommen. Dort und zwar durch die Sündopfer. Die Sündopfer waren der, 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 das Mittel, wo die Menschen Opfer gebracht haben, Tieropfer gebracht haben, um, mit, um Vergebung ihrer Schuld zu bekommen. Und dort haben sie auch andere Opfer dargebracht: Dankopfer, Speisopfer, Brandopfer. Und die Brandopfer waren ein Hinweis auf die Hingabe des Menschen an Gott. Das heißt, der Heiligtumsdienst war ganz entscheidend, dass die Menschen mit Gott in Kontakt sein konnten. Dass Gott unter ihnen wohnen konnte, dass Gott mit den Menschen Beziehungen haben konnte. Und das Gleiche gilt auch für das himmlische Heiligtum. Wir können heute zu Gott keinen Kontakt haben ohne das himmlische Heiligtum, denn dort ist Jesus als unser Hoher Priester tätig, der jetzt seinen Dienst im himmlischen Heiligtum für uns tut. Und das ist der Ort, wo der sündige Mensch, der zu Gott kommt, Versöhnung findet, weil Jesus im himmlischen Heiligtum sein Blut für uns geltend macht und dann vor Gott bringt und wir dadurch Vergebung haben können und gereinigt werden und mit Gott wieder in Beziehung stehen können. Ja, ähm, jetzt hatten sie im Heiligtum hier sieht man übrigens ein Modell jetzt vom Tempel. Ähm, der Salomonische Tempel war so gewaltig und so schön wie kaum ein anderes Bauwerk, was hier auf Erden gewesen ist. Das ist ein Modell, wie es hätte ungefähr aussehen können. Man weiß nicht ganz genau, wie es aussah, aber ungefähr so sah es aus. Und dort gab es jetzt zwei verschiedene Dienste, ähm, die man dort die dort abliefen. Einmal der tägliche Dienst und dann der jährliche Dienst. Der tägliche Dienst war die Reinigung des Sünders, nämlich die Sündenvergebung. Das Problem war jetzt folgendes. Jesus Christus kam ja als Messias auf die Welt und er kam, um hier zu leben, um zu zeigen, dass man Gottes Gesetz halten kann, um ein sündloses Leben zu führen, um dann für uns zu leiden und am Kreuz für uns zu sterben. Und Jesus hat ja am Kreuz unsere Sünden getragen und ist durch die Folge der Sünde gestorben. Aber das Problem war im Alten Testament, war Jesu Tod noch nicht passiert. Es waren 4000 Jahre von der Schöpfung bis Jesus. Und die Frage ist, wie konnten die Menschen Vergebung bekommen? Ohne Jesu Tod. Natürlich, die Tiere, die sie opfern sollten, die haben selbst die Sünden nicht vergeben können sondern sie haben ein Tier geopfert und das Tier war ein Hinweis auf den Messias, der sterben würde. Also wenn sie nur geopfert haben, ohne an den Messias zu glauben, hat ihnen das Opfer überhaupt nichts gebracht. War das nur sinnloses, sinnlose Zeremonie. Aber durch das Opfern des Tieres im Glauben an den Messias, der ihre Sünde tragen würde, hat Gott denn ihre Sünde vergeben. Und das lesen wir einmal ähm, im 3. Mose 4, Vers 27 bis 31. Da ist so ein Sündopfer beschrieben. Wenn er aber jemand, sonst jemand aus dem Volk, aus Versehen sündigt, dass er gegen irgendeines der Gebote des Herrn handelt, was er nicht tun sollte, und so sich verschuldet und seiner Sünde inne wird, die er getan hat, so soll er zum Opfer eine Ziege bringen, ohne Fehler für die Sünde, die er getan hat, und soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und erschlachten Schlachten an der Stätte des Brandopfers. Also im Vorhof. Und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen. Als ein Fett aber soll er abheben, wie man das Fett des Dankopfers abhebt, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Soweit die Beschreibung. Das heißt hier wie auf dem Bild, wie lief liefert sie Sündenvergebung ab. Das erste steht hier, wenn jemand gesündigt hat, dass er seine Sünde inne wird, steht hier. Und das Wort inne werden bedeutet, dass er sie bemerkt, dass er sie bereut, dass, er, dass es ihm leid tut. Echte Reue. Ja, und wenn er jetzt Vergebung haben möchte, dann sollte er eine Ziege nehmen. Manchmal war auch ein Lamm oder ein, ein, eine Kuh oder eine Taube, je nachdem, wenn jemand reicher war, musste er ein größeres Tier nehmen. Wenn er arm war, auch, hat eine Taube gereicht es muss auf jeden fall ein tier sein, ein lamm sein, ohne fehler. warum muss es ohne fehler sein? weil es ein hinweis war auf den messias, auf jesus. und jesus war sündlos, ohne fehler. und dann musste er es zum heiligtum bringen, in den vorhof. und hier sieht man jetzt die szene im vorhof. der israelit kommt mit seinem tier. und dann hat er seine hand auf das tier gelegt und hat seine sünde bekannt auf dem kopf des tieres. Und damit, in dem Moment, wo er seine Sünde auf den Kopf des Tieres bekannt hat, was ist passiert? Jetzt ist die Sünde vom Sünder übertragen worden auf das Tier. Und jetzt hat das Tier die Sünde getragen. Und jetzt hat er das Tier mit eigener Hand getötet, geschlachtet. Und so ist das Tier für die Sünde, die jetzt auf ihm war, von dem Sünder dafür gestorben. Und der Priester hat jetzt, wie auf dem Bild hier, aufgefangen, das Blut aufgefangen. Und hat einiges an den Altar, an die Hörner vom Altar gestrichen, einiges den Rest an den Fuß des Altars gegossen. Manchmal steht auch, hat er von dem Blut genommen, ist in das Heiligtum hineingegangen, hat es vor den Vorhang zum Allerheiligsten gesprengt. Und damit ist die Sünde vom Tier auf das Heiligtum übertragen worden. Das heißt, diese Zeremonie des Tieropfers hat den Sünder frei gemacht. Er war jetzt frei von der Sünde. Vorher war die Sünde auf ihm, jetzt war die Sünde auf dem Tier und durch das Tier ist er frei geworden von der Sünde. Deswegen, um Vergebung zu bekommen, waren zwei Dinge notwendig. Erstens, ein sterbendes Opfer, ein Tier, was gestorben ist und zweitens, ein lebendiger Priester. Denn der lebendige Priester musste jetzt das Blut vor Gott bringen. Das konnte er nicht selber machen, der Sünder. Das musste der Priester machen. Und so haben wir auch jetzt heute das gleiche. Und zwar beides, das sterbende Opfer und der lebendige Priester sind beides ein Hinweis auf Jesus. Jesus ist das sterbende Lamm. Johannes, der Täufer, sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja. Und 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das bedeutet, wenn wir heute unsere Sünde bekennen, erstmal bereuen, dass wir sie wirklich bereuen, was wir getan haben, dann kommen wir mit unserer Sünde zu Jesus ins sinnische Hallitum und wir bekennen ihm unsere Sünde. Und was steht hier? Was macht er dann? Er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Das heißt, auch heute brauchen wir beides. Wir brauchen ein, ein, ein sterbendes Opfer und einen lebendigen Priester. Beides ist Jesus. Er ist das sterbende Opfer, auf Golgatha ist er für uns gestorben, aber durch das, sein Tod auf Golgatha hat er zwar die Sühnung, die Schuld für die Sünde bezahlt, aber wir haben keine Vergebung automatisch durch seinen Tod, sondern die Vergebung bekommen wir erst durch seinen Einsatz als lebendiger Priester im himmlischen Heiligtum. Also wir brauchen das sterbende Opfer auf Golgatha und wir brauchen den lebendigen Priester, der jetzt das Opfer gültig macht. Das heißt, wenn wir unsere Sünde vor Gott bekennen, dann ist Jesus im himmlischen Heiligtum dort und, und, und sagt dann: Ja, mein Kind, du hast deine Sünde wirklich bereut. Du hast sie bekannt. Ich bin für deine Sünde gestorben. Ich habe für deine Sünde bezahlt. Ich löse es jetzt ein. Du, du bekommst Vergebung. Die Vergebung wird also im Heiligtum ausgesprochen und nicht automatisch auf Golgatha für alle Menschen überschüttet. Nein. Ja, die Vergebung kriegen wir im himmlischen Heiligtum, dort, wo Versöhnung geschieht. Dass Jesus uns vergibt. Und das geschieht. Immer wieder, jeden Tag. Wir können jeden Tag zu Gott kommen. Und dadurch, dass wir zu Jesus kommen und er seinen Dienst als Hohepriester im himmlischen Heiligtum tut, können wir mit Gott Verbindung haben. Ohne diese Vergebung, ohne die Versöhnung Jesu, könnten wir keinen Kontakt mit Gott haben. Und deshalb ist Jesu Dienst so wichtig für uns im himmlischen Heiligtum. Das war jetzt der tägliche Dienst, der damals jeden Tag ablief, weil die Israeliten jeden Tag gesündigt haben, mussten sie auch immer wieder kommen und haben immer wieder geopfert. So, wie wir auch immer wieder, seit Jesu Himmelfahrt, seitdem er dort seinen Dienst begonnen hat als Hohepriester, können wir zu ihm kommen. Und, und es ist folgendes: So wie damals die Sünde übertragen worden ist auf das Tier und damit auf das Heiligtum, so wird auch unsere Sünde, wenn wir unsere Sünden vergeben, im himmlischen Heiligtum noch gespeichert. Warum? Weil dort Bücher geführt werden. Es steht nachher im Gericht, werden die Bücher aufgetan. Und was steht da drin? Alle unsere Taten. Auch unsere Sünden stehen da drin. Obwohl sie vergeben sind, stehen trotzdem drin. Das heißt, die Sünden sind nicht ausgelöscht, die stehen da noch in den Büchern im Himmel. Ja. Und so ist es eben auch hier gewesen, wie im Alten Testament, dass die Sünden im Heiligtum gespeichert waren. Und einmal im Jahr sind denn die Sünden vom Heiligtum weggenommen worden. Das ist die Reinigung des Heiligtums von den Sünden. Im täglichen Dienst ist der Sünder gereinigt worden von seiner Sünde. Sünden ist weggenommen worden. Und am jährlichen Dienst, einmal im Jahr, Versöhnungstag, wird das Heiligtum von den Sünden gereinigt. Die ganzen Sünden, die dort im Jahr über aufgelaufen sind, sind dann weggenommen worden. Wie geschah das? Das schauen wir uns jetzt an. Das ist der jährliche Dienst. Der jährliche Dienst im irdischen Heiligtum. Das war die Reinigung des Heiligtums. Der tägliche Dienst, die Reinigung der Sünden. Der jährliche Dienst, die Reinigung des Heiligtums. Und das war ein Tag des Gerichts. Das war der Yom Kippur. Was geschah dort? Dort hat man zwei Böcke gehabt, ein Bock für Asasel, ein Bock für den Herrn. Der Bock für den Herrn wurde geschlachtet und mit dem Blut dieses Bockes. Erstmal hat der Hohepriester alle Sünden des ganzen Volkes vom ganzen Jahr auf den Bock Kopf dieses Bockes bekannt. Man hat ihn getötet, geschlachtet. Und dann ging der hohe Priester mit dem Blut dieses Bockes in das Allerheiligste hinein. Er durfte nur einmal im Jahr darauf hinein. Er hat das vor den Gnadenthron gesprengt und hat damit eine Sühnung für das Volk für vom, vom gesamten Jahr erwirkt und hat jetzt symbolisch die Sünden des ganzen Volkes vom ganzen Jahr mit herausgenommen aus dem Heiligtum und hat sie auf dem zweiten Bock, den Bock für Asasel, gelegt. Und hat dann diesen Bock hat man dann in die Wüste geschickt wo er in der Wüste umkam. Der Bock für den Herrn war ein Symbol für Jesus, der für alle unsere Sünde gestorben ist, und dafür bezahlt hat. Und der Bock für Asasel ist ein Symbol für Satan, der ganz im Ende, nach den tausend Jahren, auch ähm, umkommen wird durch die Sünde, an der Sünde, die auf ihn gelegt wird. Ja. Ähm, das heißt, dieser, und dieser Reinigungsdienst des Heiligtums war ein Tag des Gerichts. Warum? Weil hier... Ähm, entschieden ist, die, die ihre Sünden nicht bekennen wollten, wurden aus dem Volk ausgerottet. Ähm, und hier wurde die Aufrichtigkeit geprüft der Israeliten. Und wenn sie sich vor Gott gedemütigt haben und auch gefastet haben an dem Tag, dann hat Gott sie angenommen. Es war so ein Gerichtstag. Ja, und ähm, so ist eben auch im himmlischen Heiligtum, wenn dort die Reinigung stattfindet, dass es ein Gerichtstag ist, ähm, wo die Sünden. Wenn das Gericht über einen Menschen stattfindet und er wird freigesprochen, dann werden die Sünden gestrichen, ausgelöscht. Dann wird das himmlische Heiligtum von diesen Sünden gereinigt. Sie stehen nicht mehr in den Büchern drin. Sie werden damit gelöscht. Ja, und damit wird das himmlische Heiligtum durch, eine, durch die Phase des Gerichtes im Himmel dann gereinigt. Ja, hier haben wir übrigens äh, nochmal eine Übertragung, äh, was das Heiligtum auch noch für eine weitere Bedeutung hat. Das Heiligtum ist nicht nur ein Hinweis, wie Versöhnung und wie Vergebung geschieht, sondern auch wie unser ganzes Leben mit Jesus, wie die ganze Erlösung und der ganze Erlösungsplan und unsere Rechtfertigung und Heiligung geschieht. Erstens, alle Geräte des Heiligtums, alle Geräte des, der Stiftshütte und des Tempels. Hier haben wir mal einen Blick von oben auf das Heiligtum. Sind ein Hinweis auf Jesus. Jesus Christus ist die Tür. Hier ist die Tür, wo man überhaupt zu Gott hineinkommt. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer außerhalb der Tür reingeht, ist ein Dieb und ein Mörder. Jesus ist der Priester, der vor Gott uns ähm, den Dienst tut und sein Opfer und die ganzen Zeremonien macht, um, dass wir vor Gott angenommen werden. Jesus ist das Opfer. Das Opfer, was gebracht worden ist, was die Sünde gesühnt hat. Jesus ist das Wasser, er ist das Wasser des Lebens. Jesus ist das Licht der Welt, im Heiligen. Er ist das Brot des Lebens. Jesus ist der Mittler, der Räucheraltar, ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Also Jesus ist der Vorhang und Jesus ist selbst Liebe und Gerechtigkeit, er ist Gott selbst, ähm, der Gnadenthron und die Bundeslade. Das heißt, wir haben hier sämtliche ähm, Bereiche des Heiligtumsdienstes, die alle auf Jesus hinweisen. Interessant ist jetzt Folgendes. Ich habe hier so eine weiße Linie gezeichnet. Und zwar alles, was am Vorhof geschieht, sind Zeichen und Hinweise, wie wir zu Gott kommen können. Der Weg des Menschen zu Gott. Nämlich, erstmal muss der Mensch umkehren. Das ist die Tür. Er muss sich 180 Grad wenden. Er muss sich zu Gott hinbewegen. Er muss eintreten. Er muss zu Jesus kommen. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den weiß ich nicht hinaus. Ja. Dann muss er dem Priester ein Opfer bringen. Das heißt also, dass wir Jesu Opfer für uns annehmen. Dass wir Ja sagen dazu, dass wir unser Leben Jesus übergeben. Dass wir sagen, dein Opfer soll für mich gelten. Ich möchte es für mich annehmen, für mein Leben annehmen. Das Wasser ist ein Symbol für die Taufe, dass er getauft wird und den Mund mit Gott schließt. Und dann wird er Gottes Kind. Und dann sind hier die Hinweise genau hier haben wir die Umkehr ja, hier haben wir die Sündenvergebung die Übergabe des Lebens an Gott hier haben wir die Taufe das Wasser und dann haben wir hier wie unser Leben mit Gott aussieht nämlich ähm, das Licht wir sind ein Licht für die Welt das wir Zeugnis geben für andere Menschen das Brot das wir Gottes Wort die Bibel lesen die Bibel ist das Brot des Lebens das geistliche die geistliche Nahrung dass wir durch das Wort Gottes leben und ähm, der Räucheraltar ist ein Symbol für das Gebet, dass wir mit Gott im Gebet Vielsprache halten. Also hier haben wir Gebet und Bibel lesen, die Kommunikation zwischen Gott und uns. Durch die, durch die Bibel spricht Gott zu uns, im Gebet sprechen wir zu Gott. Und dann sind wir das Licht für die Menschen, wenn Gott Jesus in uns wohnt, in uns lebt, dass wir ein Licht weitergeben und die Menschen Jesus in uns sehen. Von daher ist das hier der Weg zu Gott, äh, wie wir zu Gott finden können und hier, wie wir mit Gott leben können. Und das Allerheiligste. Ist das Wesen Gottes an sich, wie wer Gott ist und wie Gott ist, nämlich ähm, der Gnadenthron, Gottes Liebe und die zehn Gebote Gottes Gerechtigkeit. Ja. Und dass wir, wenn wir mit Gott leben, in das Bild Gottes verwandelt werden, seine Liebe und seine Gerechtigkeit in unserem Herzen haben und wenn wir in den Himmel kommen werden, dass wir dann Gott sehen werden, wie er ist und selber äh, dieses vollkommene Leben, der vollkommenen Charakter im Himmel haben werden. So sehen wir also im Heiligtum, wie der Mensch zu Gott kommen kann, wie er mit Gott leben kann und wie das Leben mit Gott aussieht. Ja. Gut, jetzt ähm, gehen wir einen Schritt weiter, wieder zurück zum Daniel. Daniel 8, Vers 13, hatten wir schon gelesen. Ähm, dass die Frage ist: Wie lange gilt das? Bis wann ist das, dass das tägliche Opfer das Heiligtum verwüstet? Und jetzt ist die Frage, die Antwort. Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Das heißt, welches Heiligtum ist hier gemeint? Hatten wir bereits darüber gesprochen, dass nämlich das himmlische Heiligtum gemeint ist. Warum? Weil das irdische Heiligtum, der Tempel, nämlich 70 nach Christus zerstört wurde. Und diese Vision geht ganz klar auf die Zeit des Endes in Vers 17 und Vers 19 beschrieben. Es geht also um das himmlische Heiligtum, was dann gereinigt wird, was wieder geweiht wird. Ja. Was, was heißt das, dass das himmlische Heiligtum gereinigt wird? Das bedeutet, Gott hält Gericht im Himmel für die Heiligen und gegen das deine Horn. Dieses Gericht ist schon vor der Wiederkunft. Denn es wird ganz klar eine Zeitversagung gegeben in die Endzeit hinein, wann dieses Gericht, wann dieser Jom Kippur, der Versöhnungstag im Himmel beginnt und stattfindet. Und dass Jesus in diesem Gericht auch, sagt er selber, der Richter sein wird und unser Rechtsanwalt. Ja. Gut, und jetzt steht hier 2300 Abende morgen. Wie viel ist das? In 1. Mose Kapitel 1 haben wir die Beschreibung, wie Gott in sieben Tagen die Welt geschaffen hat. Und da steht immer, es wurde Abend, es wurde morgen der erste Tag. Also, Abend und Morgen ist ein Terminus technicus in der Bibel für einen Tag. Wenn wir 2300 Abende und Morgen da haben, haben wir 2300 Tage. Und 2300 Tage sind dann, ein Tag ist ein Jahr, haben wir bereits gesehen beim letzten Mal, dass wir das Tag-Jahr-Prinzip haben. Das sind 2300 Jahre. Also, Gott sagt, 2300 Jahre müssen jetzt vergehen vorbei sein und dann wird das Heiligtum im Himmel gereinigt und dann beginnt im Himmel das Gericht. Jetzt ist die große Frage, wann beginnen die 2300 Jahre und wann enden sie? Denn wenn wir wissen wollen, wann die enden, wann also das Gericht beginnt, müssen wir auch wissen, wann sie, ange wann sie anfangen. Das Problem ist an der Stelle, dass in Daniel 8 nicht steht, wann sie beginnen und wann sie enden. Wo steht das? Das steht in Kapitel 9. Also müsst ihr euch noch gedulden, bis Kapitel 9 drankommt und dann werden wir den Anfangspunkt anschauen von den 2000 Abend und Morgenden und auch schauen, wann sie enden. Wir wissen nur, sie gehen in die Endzeit hinein und in der Endzeit beginnt dann Gottes Gericht im Himmel. Und das Ziel Gottes ist mit diesem ganzen Gericht, dass der Mensch erlöst wird. Denn im Gericht muss er ja festgestellt werden, wer wird erlöst, wer wird gerettet und wer nicht. Denn wenn Jesus wiederkommt, und auf Morgen 22 Vers 12 steht Wenn Jesus wiederkommt, dann bringt er seinen Lohn mit sich. Wenn er seinen Lohn mitbringt, das heißt das, dass die Gläubigen ihren Lohn bereits bekommen. Und deswegen muss vor der Wiederkunft feststehen, wer wird gerettet und wer nicht. Also muss vor der Wiederkunft das Gericht getagt haben, um zu entscheiden, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Und das Ziel ist, dass im Gericht Gottes Kinder erlöst werden, freigesprochen werden. Und das kleine Horn und die gottlosen Menschen werden im Gericht äh, verurteilt und das Urteil wird dann nach dem Gericht auch vollzogen. Hier haben wir nochmal eine Übersicht und das ist jetzt ganz, ganz interessant und wichtig. Wir haben ähm, die Einleitung, die Beschreibung, Vers 1 und 2 der Vision und die Erklärung 15 bis 19 und 27. Wir haben den Widder, Vers 3 und 4 und in Vers 20 steht, das ist Medopersien. Den Ziegenbock haben wir 5 bis 8, die Vision und die Erklärung, 21 bis 22, das ist Griechenland. Das kleine Horn haben wir 9 bis 12 und 23 bis 25 die Erklärung. Da wird auch einiges erklärt über die Merkmale des kleinen Horns und wir können sehen, das ist Rom. Und jetzt haben wir die Zeitweissagung, die 2300 Tage. Und Vers 13 und 14 haben wir die Beschreibung, die Vision, aber wir haben keine Erklärung. Und was wir vorhin als Erklärung gesagt hatten, da steht nur das Gesicht, fest Vers 26, nämlich, das Gesicht von den Abend- und Morgenen, das dir kundgetan ist, das ist wahr. Aber du sollst es geheim halten, aber keine Erklärung. Und wenn hier keine Erklärung steht, dann heißt das, die Erklärung muss irgendwo anders stehen, nämlich in Kapitel 9. Kapitel 9, Daniel 9, sagt der Engel extra: werden wir beim nächsten Mal sehen, als der Engel zum Gabriel, Gabriel zum Daniel kommt, sagt er: Jetzt bin ich dir gekommen, zu erklären, was du vorher nicht verstanden hast. Nämlich. Der Daniel In Vers 27 steht, dass der Daniel dieses Gesicht, nämlich dieses Zeitgesicht, nicht verstanden hat. Die anderen hat er verstanden. Witter und Siegenburg hat er verstanden. Der Engel hat ihm ja gesagt, wie du Persien, Griechenland, hat er verstanden. Aber die 2009er Abende, Morgende, die hat er nicht verstanden. Und deswegen sagt in Daniel 9 der Engel: Jetzt komme ich, um dir zu erklären, was du vorher noch nicht erklärt bekommen hast. Deswegen müssen wir uns noch ein bisschen uns gedulden. Beim nächsten Mal, wenn wir Daniel 9 studieren, kriegen wir auch die Antwort, wann das Gericht im Himmel beginnt oder begonnen hat, besser gesagt. Ja, jetzt nochmal eine Übersicht. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Die Parallelität zwischen diesen ganzen Kapiteln. Und wir sehen jetzt, dass immer mehr Einzelheiten dazukommen, immer mehr Erklärungen. Und das ist schon spannend. Also wir haben das goldene Haupt, den Löwen, Reich Babylon. In Daniel 8 haben wir da nichts. Daniel 2, die silberne Brust, der Bär aus Daniel 7, der Witter aus Daniel 8, der Medo-Persien. Dann haben wir das Dritte, die äh, Hüfte aus Kupfer, Daniel 7, der Panther, Daniel 8, der Ziegenbock, ist Griechenland. Dann haben wir ähm, das Eisen, der, ist der, der Drache in Daniel 7, oder das schreckliche Tier, das kleine Horn in Daniel 8, ist Rom. Ähm, dann haben wir Eisen und Ton, habe ich hier ein bisschen höher gemacht, damit wir unten mehr Platz haben, das kleine Horn, das kleine Horn Daniel 8 ist das Papsttum. Dann haben wir das Gericht in Daniel 7, die Reihe des himmlischen Heiligtums, ist das Gericht im Himmel vor der Wiederkunft. Interessant ist jetzt nochmal zu sehen, dass genau dort, wo in Daniel 7 das Gericht beschrieben ist, nämlich nachdem das kleine Horn begonnen hat, seine Aktivitäten, dass das Gericht im Himmel tagt, dass das genau zeitlich. Gleichgesetzt ist mit der Reinigung des himmlischen Heiligtums in Daniel 8. Und damit ist die Reinigung des Heiligtums im Himmel mit dem Gericht identisch, nämlich das Gericht im Himmel. Und dann kommt der Stein, Gottes Reich, das kleine Horn zerbricht, Jesu Wiederkunft, dass Gott sein Reich aufrichtet. So können wir sehen, wie hier diese ganzen drei Zeitketten, diese ganzen drei prophetischen Voraussagen, sowohl in der Reihenfolge passen, als auch zwischen ihnen die Verkettung genau passt. Ja. Und durch diese Vernetzung, die wir haben in beide Richtungen, horizontal und vertikal, haben wir eine Sicherheit zu sehen, es gehört alles zusammen. Und die ganzen Merkmale passen. Ja, sowohl Eisen und Ton in Daniel 2, als auch das kleine Horn in beiden Kapiteln, das Papsttum und alle die ganzen Dinge, die danach kommen. So ist es spannend zu sehen, was Gott getan hat in Kapitel 7. Hatten wir vor allen Dingen die Reihenfolge, wenn wir es nochmal anschauen hier, die Reihenfolge der Raubtiere. Das ist eine politische Abfolge der Mächte. Während wir in Kapitel 8 gestern Schwerpunkt den Blick haben äh, auf das Heiligtum, nämlich Witter und Ziegenbock sind Opfertiere. Äh, und hier haben wir den Blick auf das, was im Heiligtum geschieht äh, und was Gott, Gottes Erlösungsplan für uns bedeutet und das heiligtum gereinigt, gereinigt wird und Gott im Himmel für uns die Erlösung vollbringt. Ja, ähm, so haben wir hier äh, den Blick von Daniel 7, von der Weltgeschichte hin zur Heilsgeschichte, wie Gott sein Volk erlöst und dass wir das nur annehmen brauchen, unser Leben Jesus übergeben und Jesus für uns im himmlischen Heiligtum äh, uns vergibt, uns freispricht und uns äh, mit Gott wieder versöhnt. Ja, soweit ähm, zum Thema. Jetzt kommen wir zum Quiz. Ihr könnt gerne auch wieder die Quizzettel nehmen äh, und dort haben wir wieder drei Fragen. Zum, und, drei, und zwei Entscheidungsfragen. Frage Nummer eins: Welche Rolle, welche Reiche, welche Reiche stellen der Witter und Ziegenbock dar? Welche Reiche spielen in Daniel 8 der Witter und der Ziegenbock dar? Frage Nummer zwei: Gegen wen kämpft das kleine Horn? Gegen wen kämpft das kleine Horn? Da gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Gegen wen ist es, kämpft, es kämpft gegen viele Dinge. Ja. Gegen wen kämpft das kleine Horn? Und Frage 3 Was mussten die Israeliten tun, um Sündenvergebung zu erhalten? Was mussten die Israeliten tun, um Sündenvergebung zu erhalten? Ja, das sind diesmal keine Ja-Nein-Fragen, sondern da muss man etwas dazu hinschreiben. Und wenn ihr aufgepasst habt, müsste man die Fragen beantworten können. Gut, wir kommen dann zu den Entscheidungsfragen. Die Entscheidungsfragen sind A und B. A. Durch den alttestamentlichen Opferdienst habe ich die Bedeutung der Erlösung und der Vergebung. Noch besser verstanden. Durch den alttestamentlichen Opferdienst habe ich die Bedeutung der Erlösung und der Vergebung noch besser verstanden. Wenn das zutrifft, macht bei A ein Kreuz. Und B, ich möchte Jesu Opfer für mich persönlich annehmen und ihm meine Sünden bekennen. Wenn das sein Wunsch ist, seine Entscheidung ist, dann macht bei B ein Kreuz. Ich möchte Jesu Opfer für mich persönlich annehmen und ihm meine Sünden bekennen. Ja, soweit das Thema Daniel 8. Es ist sehr spannend und es offenbart uns Schritt für Schritt immer mehr Gottes Erlösungsplan, was er für uns getan hat, wie er uns erlöst hat. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, wenn wir sehen, was du alles für uns getan hast. Herr, dass du uns geschaffen hast, dass du uns gewollt hast, dass du uns liebst und dass du alles getan hast, um uns zu erlösen. Herr, dass du diesen wunderbaren Erlösungsplan ausgedacht hast, dass du den Israeliten damals in der Wüste dieses Modell des Heiligtums gegeben hast, dass sie verstehen konnten, was Sünde ist und was Vergebung bedeutet und was Versöhnung und Gemeinschaft mit dir bedeutet. Hab Dank, dass wir, dass wir sehen konnten, dass die Israeliten auch schon Vergebung bekommen durften, indem sie Tiere geopfert haben. Aber vor allen Dingen dürfen wir sehen, Herr Jesus, was du für uns getan hast. Dass wir sehen können, dass all die Tieropfer umsonst gewesen wären, wenn du nicht für uns gestorben wärst. Hab Dank, Herr, dass du es geschafft hast, dass du sündlos geblieben bist, dass du unsere Sünde am Kreuz getragen hast. Und Herr, hab Dank, dass du jetzt im himmlischen Heiligtum unser hoher Priester bist. Dass du jetzt für uns eintrittst. Dass wir zu dir kommen können mit unserer Sünde, mit unserer Schuld. Und dass wir wissen dürfen, dass du dein Blut für uns geltend machst, dass du unsere Sünde vergibst, dass wir wieder mit dir vereint sein können, so als ob wir nie gesündigt hätten und dass, dass wir von dir gereinigt werden und ein neues Leben beginnen können. Herr, wir bitten dich, dass wir dir treu bleiben, dass wir den Weg weiter mit dir gehen und wenn du wiederkommst, Herr Jesus, dass wir dann mit dir in dein ewiges Reich gehen dürfen. Wir danken dir auch, dass du auch Gericht hältst. Dass du Gericht hältst, um mit der Sünde ein Ende zu machen, um uns zu rechtfertigen im Gericht, um die antigöttlichen Mächte des kleinen Horn zu richten, und dass die Folge dessen sein wird, dass das Böse vernichtet wird und das Gute und die Gläubigen, die mit dir leben und sich mit für dich entschieden haben, für ewig leben dürfen. So, also bleibe du bei uns und segne du uns. In Jesu Namen. Amen. Noch eine herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema. Thema Nummer 9, die Geheimakte des Messias, das Ende der Entschuldigung. Hier geht es um Voraussagen auf den Messias und zwar auch eine Zeitvoraussagen auf den Messias. Das heißt, nach diesem Kapitel kann man genau wissen, in welchem Jahr der Messias auftreten würde und wird und natürlich auch im Zusammenhang damit der Beginn des Gerichts im Himmel. Ein spannendes Thema. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis dann.